Ladies and Gentlemen, willkommen bei einer neuen Folge von der Coray Sanchez Show. Und heute mit einem Fotograf, mit einem legendären Fotograf. Jetzt schon, er hat noch viel vor, aber er hat schon unglaublich viel gemacht. Ich habe ihn sogar persönlich kennenlernen und muss wirklich sagen, er ist ein unglaublich toller Mensch, inspirierende Person und er hat viel zu erzählen. Darum, ich heiße ganz herzlich willkommen heute zu Gast, der James Graf. Come on! James, willkommen in der Coray Sanchez Show. Schön, bist du da. Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dich zu sehen. Sehr gern, sehr gern. Stell dich vor, wer bist du? Ja, mein Name ist James Graf. Ich bin Fotograf und fotografiere halt viele Stars und sage ich mal, viele Menschen. Aktfotografie, Teilaktfotografie, Männer, Frauen, das ist meine Leidenschaft. Warum Fotografie? Es gibt so vieles auf der Welt oder es gibt so viel. Ich rede Schweizerdeutsch, wenn es okay ist. Super. Warum Fotografie? Ja, Fotografie ist, das ist Lichtmalerei. Also muss man sich das vorstellen, ja, das ist Lichtmalerei. Lichtmalerei? Genau, ja. Also ich habe es nie früher so mit Lesen gehabt. Okay. Das war nie so, also in den Zeitschriften, Büchern habe ich eigentlich immer die Bilder angeguckt. Ich habe immer durchgeblättert und ja, diese Lichtmalerei, diese Bilder, ja, die haben mehr Worte in sich. Also die haben, da steckt mehr drin. Mehr Informationen, das hat mich immer inspiriert. Du bist früher aber noch in einer anderen Funktion gewesen. Bist als Fallschirm, kann man das sagen, Fallschirmjäger unterwegs gewesen, kann man das so ausdrücken? Das ist richtig, ja. Also ja. Fallschirmjäger, wie man hier in der Schweiz sagt, ist es ja Fallschirmaufklärer, soweit ich weiß. Fallschirmaufklärer, genau, ja. Genau, ja. Also hier in der Schweiz heißt es so, bei uns in Deutschland Fallschirmjäger, genau, richtig. Und ja. Warum und warum nicht mehr? Ich habe tatsächlich, es war ein Traum gewesen. Natürlich haben wir schon familiär schon eine große Geschichte, was das Militär angeht. Und okay. Habe das dann 4 Jahre gemacht, also habe dann immer wieder verlängert. War dann Zeitsoldat gewesen, 4 Jahre, habe noch auf 8 Jahre verlängert. Und habe dann gesagt, nee, ich höre auf, ich will wieder Mensch werden. Und das hat irgendwie, ja, ich wollte mehr sehen. Es gibt noch mehr. Es hat aber Spaß gemacht. Ich war also auf jeden Fall ein Vollblutsoldat, habe das wirklich mit Leidenschaft gemacht und denke auch sehr gut. Wie kam es zu diesem Sinneswandel? Wieso hast du gesagt, ich will wieder ein Mensch sein? Kannst du das noch ein bisschen im Detail kurz beschreiben? Was heißt es, wieder Mensch sein? Naja, du bist dann, du hast als Soldat, als Zeitsoldat, Berufssoldat, hast du so eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, so eine gewisse Steife, oder? Also du gehst jetzt zum Beispiel in den Laden rein, du bist am Shoppen, und dann immer irgendwelche Menschen, dann gefragt die Verkäuferin so, hey, bist Soldat, bist Polizist? Und das fand ich dann irgendwie, komisch gesagt, irgendwie als Beleidigung. Ich war zwar stolz gewesen, aber es ist dann irgendwie auch beleidigend, wenn du hast es von außen her gesehen, die Aura, die Ausstrahlung. Man hat dich halt immer, ja, so kalt angesehen. Und das wollte ich halt wirklich weg haben. Dann gab es auch eine Situation, das war dann die letzte Übung nach dem Kongo-Einsatz gewesen, dass ich wirklich, glaube bei minus 25 Grad auf dem Boden mit einer ABC-Maske auf rumgekrochen bin, Nachtsichtgerät mit Laser quasi nachts geschossen habe mit G36, ja, K, die Kurzversion. Das klingt, und, klingt immer eine GTA, wie du spielst. So ungefähr. Und dann habe ich dann wirklich dann Herz, also Kammerflimmern bekommen. Also es war wirklich, mein Herz hat extrem gepumpt. Wow. Das bei minus 25 Grad. Ich habe nichts gesehen. Dann habe ich dann einfach nur noch die Munition rausgeballert. Ich hatte so die Schnauze voll gehabt, wir waren dann 2 Wochen. Und ich habe dann in dem Moment gesagt, andere Menschen sitzen zu Hause, also Männer mit ihren Frauen auf dem Bärenfell, was weiß ich, schön vom Kamin und genießen Weihnachten, oder? Und du robbst hier auf dem Boden und spielst Krieg. Und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich glaube, das war es jetzt auch. Wow, schön. Schöne Geschichte auf jeden Fall. Das muss man auch mal erleben. Das erleben die wenigsten. Und das macht sicher auch etwas mit einem. Du bist aber noch ein Personenschützer für das Königshaus gewesen. Auch das natürlich etwas, so wenige Menschen so können erleben. Was sicher alle am meisten interessiert, die den Clip oder das ganze Gespräch hier sehen, wenn du für das Königshaus schaffst, sind doch nicht alle Milliardäre gleich, aber das sind Menschen, die sind in einer ganz speziellen Position. Sie haben übermenschlich viel Geld. Unglaublich viel Geld.
Wie sind die Menschen jetzt speziell, du musst ja nicht sagen, welche Familie, wie sind die Menschen jetzt gewesen, wo du im Königshaus kennengelernt hast? Kannst du die beschreiben? Naja, es war dann eine Hauptperson gewesen aus dem Königshaus und wahrscheinlich einer der reichsten Menschen damals zu seiner Zeit. Ja, sag ich mal so, war speziell. Also die ganze Geschichte von diesen Menschen war speziell gewesen. Das würde man fast sagen, ja, diktatormäßig. Und es war nicht immer einfach. Uns gegenüber als Personenschützer war er sehr respektvoll gewesen, muss man sagen. Das habe ich ihn hoch angerechnet. Aber das Interessante ist natürlich auch, ich habe dann wirklich festgestellt, dass dieser Mensch auch sehr einsam ist. Also egal, wie viel Geld man hat. Okay. Also man sagt immer Geld, Geld, Geld. Aber nein, da habe ich halt festgestellt, Geld ist nicht alles im Leben. Und sein erster Assistent, wir haben dann also ab und zu dann vor der Suite gesessen. Das waren also auf mehreren Stockwerken. Und er hat gesagt, what the fuck is money? Wir haben so viel Geld, wir wissen gar nicht, was wir damit anfangen sollen. Das war für mich auch heute noch ein sehr einschlägiges Erlebnis. Ich bin dankbar, dass ich das erleben durfte. Ich sage mal so, mehr geht nicht. Also das ist, ja, also das ist, macht auch keinen Unterschied, ob man jetzt für einen US-Präsidenten arbeitet. Ist dann vielleicht ein bisschen mehr, aber vom Finanziellen und drumherum the same. Was ist Geld für dich? Geld ist wichtig, auf gewisse Art und Weise, dass man sich was leisten kann, dass sich was im Leben angucken kann, aber bei beiden nicht alles. Also, wie gesagt, mit Geld kann man sich nicht alles kaufen, auch keine Liebe. Also, das habe ich auch dort festgestellt und man kann sich auch keine Gesundheit kaufen. Ja, und das ist das höchste Gut. Also, ich finde einfach, die Leidenschaft ist wichtiger als Geld. Wenn ich dich würde fragen, willst du Millionär werden, was würdest du dann antworten? Nein, brauche ich nicht. Willst du denn als Fotograf noch bekannter werden? Du hast schon vieles gemacht und dann nachher noch schnell ein bisschen in Details gehen. Was ist so das Ziel? Will man ein weltberühmter Fotograf sein eines Tages? Oder ein Bild haben, das vielleicht die Welt bewegt? Ja, also mein Ziel ist es halt, Botschaft vermittelt. Das geht's. genau. Ja, also mein Ziel ist es halt und mein Traum, also wichtig ist erstmal, dass der Name, dass in aller Munde bleibt. Also, dass man wirklich sagt, okay, wenn man jetzt dahin geschieden ist, in Anführungszeichen blöd gesagt, dass der Name halt nicht stirbt. Es gab auch eine Situation, die mich dann sehr gepackt hat damals und wo ich gesagt habe, ja, das kann ja nicht alles sein, dass man halt eben, dass der Name nicht stirbt. So wie Mozart eine kleine Note quasi auf dem Papier, dass man sowas halt hinterlässt. Oder das wäre halt wirklich ja, ein Traum. Und ich möchte bekannt werden, ja. Das ist halt mein Ziel. Nicht der Fotograf, sage ich mal, vom Dorf, sondern halt eben auch wirklich weltweit ja, bekannt. Dass man Aber einfach das ist wirklich. jetzt gerade, das führt gerade zu der interessanten Frage, denn ich habe ja auch schon so Menschen dafür kennengelernt, wo man kann sagen, okay, die haben den Legendenstatus, ihren Namen, wenn sie zum das geht, ihr Name wird länger leben als sie so. Und wenn du sagst, es ist das Ziel von dir, ich bin mir jetzt bei mir zum Beispiel gar nicht sicher, ich glaube, ich hätte eher andere oder ich habe gar kein Ziel unbedingt. Aber wenn du jetzt würdest sagen, das ist dir wichtig, was denkst du, was haben die Leute anders gemacht als alle anderen? Damit der Name so groß wurde ist und dass er so lange im Gedächtnis bleibt von der Menschheit. Was haben Sie jeden Tag in Ihrem Alltag anders gemacht als alle anderen? Was denkst du? Also sie haben auf jeden Fall an sich gearbeitet, tagtäglich. Das machen Sind aber über ihre... viele. Also weißt du, ja, was haben ja. Ich gebe das anders wieder gemacht? weiter. Also über ihre Grenzen hinausgegangen. Dann hast du natürlich dann auch viele, meine, auf ihrem Weg haben die dann viele Hater etc. und haben aber immer an sich geglaubt. Sie haben immer weitergemacht. Sie haben immer gekämpft. Und man hört auch immer wieder, wenn man so Autobiografien hört. Ja, sie haben auch zum Teil kein Geld gehabt. Sie haben kein Geld mehr gehabt. Sie haben alles investiert, zum Teil den letzten Rappen in ihr Business, in ihr Leben, in ihren Traum. Sind zum zerstört gewesen irgendwo. Wahrscheinlich auch mit einer Psyche Probleme gehabt, aber sie haben immer weitergemacht. Sie sind einfach weitergelaufen. Und wichtig ist, die Leidenschaft. Sie sind nicht dem Geld hinterhergelaufen. Ich bin mir sicher, dass die meisten nicht dem großen Geld hinterhergelaufen sind, sondern einfach das, was sie gemacht haben, mit Liebe und Hingabe gemacht haben. Und das ist viel, viel, viel mehr wert. Dann hast du Spaß dran. Weil Also, dann kommt das Geld automatisch irgendwann dann auch. aber es machen ja viele Leute das, also zum Glück auch, gibt es so viele Leute, die das machen, was sie lieben. Die sagen, ey, ich mache das, was ich am liebsten mache, mache so viel wie möglich. Und trotzdem wird ja nicht jeder Name eine Legende, wo 50, 100 oder weiß nicht, wie viele Jahre überlebt. Das ist ja dann nochmal ganz andere.
Kategorie. Und ich glaube schon auch, dass einfach viele Opfer gebracht werden, wo vielleicht die Leute gar nicht daran denken, dass das dahinter steckt, um überhaupt können, so einen grossen Namen haben. Aber du bist ja eigentlich so, tust du mir als ein sehr dankbarer Mensch das Gefühl übermitteln, dass du eigentlich sehr dankbarer Mensch bist und eigentlich bist du spirituell. Würdest du dich als spirituell bezeichnen? Weißt du, was spirituell, was bedeutet das für dich, das Wort? Weil ich glaube, es wird falsch. Also weißt du, die Vorstellung von dem Wort, das die Leute haben, wenn sie das hören, ist eigentlich eine falsche. Bin ich ziemlich überzeugt bei vielen. Was ist es für dich? Bist du spirituell? Ich bin, also wenn ich mich jetzt selber sehe, wahrscheinlich schon etwas spirituell. Jetzt nicht so auf extreme Art und Weise wie viele andere. Ich habe jetzt verschiedenste Leute kennengelernt. Da sind viele Leute jetzt dabei, die vielleicht das ein bisschen extrem ausleben. Das ist auch nicht schlimm. Und da bin ich relativ, vielleicht nehme ich es nicht so richtig wahr bei mir selber. Eine Spiritualität habe ich schon irgendwo, ja, denke ich schon, ja. Das gehört auch dazu, das braucht man auch. Also, du bist als Deutscher in die Schweiz gekommen. Ist das richtig? Das, ja. Was ist der größte Unterschied? Deutschland, Schweiz, boom. Oder so, ich weiß nicht. Was ist so viel anders? Ist das Schweizer Paradies? Ja, die Schweiz ist ein Paradies. Natürlich jetzt nicht, wie viele jetzt denken. Du meinst das ernst, oder? Ich meine es ernst. Du meinst also nicht vom Finanziellen her, sondern alleine schon die Landschaft. Also Beispiel jetzt damals Militär, wir haben Juni, Juli jedes Jahr eine Woche Übung gehabt, sind also im Bodensee reingesprungen, vom Hubschrauber am Flugzeug aus. Und genau gegenüber, das ist Langeargen vom Bodensee, deutsche Seite, habe ich rübergeguckt Richtung Appenzell. Sentes. Dann habe ich gesagt, ja, wenn ich fertig bin, gehe ich darüber. Das hat mich, also diese Landschaft, dieser Bodensee, die Berge, das Heidi, genau. Heidi, meine Welt sind die Berge. Es hätte schon verzaubert, ne? Das hat mich wirklich verzaubert. Die Essenskultur, also ich muss selber sagen, okay, blöd klingt jetzt, ich rede jetzt mal von gewissen Regionen in Deutschland, die sind ausgenommen, aber deswegen Großen und Ganzen in Deutschland keine richtige Esskultur. Die Lebensmittel auch nicht. Aber das sagen wir mit der Schweizerei, haben da nur Servelat und Brotwurst. Das ist schon. Also, sind Sie das auch nicht so? Also, ich habe zum Beispiel noch keinen falschen Käse in der Schweiz gesehen, oder? Also, da wirst du ja. Das funktioniert nicht. Super Fleisch. Alle haben eine Esskultur. Alle Kulturen haben eine Art Esskultur. Über die eine sind wir einfach, sie ist extrem beliebt und vielseitig und die andere ist so ein bisschen einfacher. Macht es vielleicht mehr darüber lustig. Aber was, bist du denn Schweizer? Oder schaust du, denkst du in Ländergrenzen, in Nationen oder denkst du anders? Nein. Also ich bin eigentlich. So mehr intergalaktisch unterwegs. Also weltoffen. Ich bin Mensch. Also nein. Ich habe mich auch nie. Cool. Als Deutscher gefühlt oder in dem Sinne als Schweizer, wir sind alles Menschen. Ne? Und es gibt überall Idioten und es gibt wirklich auch überall tolle Menschen, egal welche Religion, welche Nationalität oder sonst irgendwas, spielt gar keine Rolle. Mensch ist Mensch, aber dein Branding, es ist dir extrem wichtig. Ich habe deinen Online-Auftritt gesehen und ich habe dir auch gesagt, wer hat deine Webseite gemacht? Ich will, dass meine Webseite auch so aussieht. Ich habe die zum ersten Mal natürlich richtig im Detail angeschaut in der Vorbereitung für das schöne Gespräch. Und ich muss sagen, der Online-Auftritt ist wirklich top-notch. Ich meine, es gibt Levels bei allem im Leben und auch so beim Webauftritt, wenn man Marken will repräsentieren. Ich nehme den Paul Ripke, ist ein bekannter deutscher Fotograf. Glaube ich, Paul Ripke heißt er. Ja. Der tut zum Beispiel sein Marketing, sein Branding ist mehr so, ja, weißt du, ich hau einfach raus, so wie es ist. Und bei dir merke ich, du hast aber sehr Corporate Vibes, eben mit dem Logo, alles immer schön, Corporate Identity. Warum ist das so wichtig, so ein Online-Auftritt? Ja, was soll ich sagen, das habe ich schon mal viel. Ich gucke ja, man saugt ja auch so ein bisschen das Umfeld auf oder was machen andere Fotografen, was machen andere Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Es sind viele, die sehr extrem künstlerisch unterwegs und haben spezielle Webseiten. Das ist auch gut so. Ich meine, der ESC sind vielleicht sehr kreativ. Ich bin auch sehr kreativ, aber bin in gewisser Art und Weise, das sieht man auch in meinen Fotos, trotzdem Realist irgendwo. Okay. Also ich habe früher gemalt, da war ich dann ein bisschen out of space, war ein bisschen extrem. Und aber irgendwie mit der Fotografie bin ich doch Realist, lass die Fantasie spielen, alles Mögliche. Aber da, und das spiegelt sich auch da wieder.
Zum Beispiel mein Cousin ist der Gründer und MyPostcard, das ist das größte Postkarten-App weltweit. Ah Und ja, ich sehe, ja, genau, und verrückt. der hat auch dann am Anfang, das ist auch inspirierend, er hat mir auch gesagt, du pass auf, Ja. hat die Internetseite angucken und hat gesagt, vorher, ich habe das, glaube ich, die fünfte Version, sagt du, Scheiße, Schrott, 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 geht nicht. Ja. Jetzt ist aber, er tut also neue Unternehmen, die groß werden wollen, tut ihr beraten, etc., das macht er noch nebenbei. Und ich meine, er ist ja in Berlin, er kommt aus Berlin, er hat eine Firma in New York, ich meine, er muss es wissen, Crazy. wieso blöd, oder? Einfach strukturiert, es ist schon viel bei mir, aber einfach strukturiert, es muss so ein Bäm machen. Und ich bin Das auch so ein spürt man. sauberer Mensch. Es muss auch so ein bisschen bei mir so ein bisschen aufgeräumt sein. Ne? Wenn ich Das mir jetzt auch. ist auf jeden Fall cool. Also die Markup, das ist mega cool. Und siehst du dich dann auch als Künstler? Ein Fotograf schaut dir durch die Linse und tut eigentlich die Welt einfangen, so durch seine Augen, wie sie niemand anders sieht. Bist du ein Künstler? Und was ist wahre Kunst in der Zeit von AI, KI, automatisiert erstellte Songs etc., Gemälde, was wir alles haben? Bist du ein wahrer Künstler? Und was ist wahre Kunst? Speziell in Ja, der Fotografie, speziell in der Fotografie. also Künstler, ja, sehe mich auf jeden Fall als Künstler. Ich meine, du bist ja irgendwo, ja, du musst ja sehr kreativ sein, ne? Also was zu entwickeln. Ich bin jetzt nicht nur jemand, der jetzt Stars fotografiert oder irgendwas, sondern einfach nur, was ich zum Beispiel jetzt irgendwo Berlinale irgendwas einen runden Teppich da draufknipse oder sowas. Und, das auch, ja, aber du kreierst ja auch Bilder, also bist ja auch Künstler. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel gerade jetzt bei der Teilakt- oder Aktfotografie oder schöne Porträtsachen machst, muss ja so ein bisschen Gedanken machen, muss es ja alles das ganze Umfeld einfließen lassen und brauchst da schon eine große Kreativität, also ja, Künstler. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Nein, also du siehst dich wirklich als Künstler. Und was ist denn wahre Kunst? Was soll wahre Kunst aussagen für dich? Wahre Kunst, also Mhm. Kunst liegt im Auge des Betrachters und jeder Schön, sieht ja. was anderes Ja. in diesem Bild oder da gibt es verschiedene Versionen. Wichtig, ja. Also Kunst liegt im Auge des Betrachters. Toll. Das ist wohl absolut so. Ich habe eine kleine Anekdote, wo ich gemerkt habe, dass ich komme aus einer Künstlerfamilie, wo ich künstlerisch begabt bin. Ich bin im Zeichenunterricht, habe ich auswählen. Und wir haben eine Chance gehabt, einen zweistündigen Unterricht. Und wir haben die Chance gehabt, einfach so lang oder so kurz ein Bild malen, wie wir wollen, und das einfach abgeben. Unser Lehrer hat uns das zugelassen. Das heisst, wir haben früher können raus auf den Pausplatz spielen. Und ich habe mir gesagt, ich male in 3 Minuten das Bild und gehe raus 2 Stunden gehen Basketball spielen. Ich habe das weiße Papier genommen und habe gar nicht überlegt, sondern es war eine Intuition gewesen. Also ich bin verbunden gewesen, vor allem als jüngerer Dude natürlich, bin voll verbunden gewesen mit dem Ganzen und Kunst hat mich einfach so, die Muse hat mich geküsst. Dann habe so ein Stecknadel gezeichnet, in der Mitte von dem riesigen weißen Papier habe ich Stecknadel gezeichnet, eine kleine. Und da ein schwarzes Loch in der Mitte durch gemacht. Die Stecknadel geht also durch das schwarze Loch durch und hat das abgegeben. Und hat gesagt, ob ich raus darf gehen. Und der Zeichnungslehrer hat gesagt, Cora, was ist das? Was ist das für eine Zeichnung? Und ich habe gesagt, das schwarze Loch ist das Universum. Und ich habe jetzt gerade eine Stecknadel durch das Universum gemacht. Das ist meine Zeichnung. Und er. Ah, und er hat gesagt, das ist Dadaismus und bla bla bla. Er ist Geil. in Lobgesänge ausgebrochen und er hat gesagt, du kannst machen, was du willst. Und er hat gesagt, du bist ein Künstler. Und dort hat mir zum ersten Mal jemand wirklich in die Augen geschaut und gesagt, du bist ein Künstler, das ist genial. Und ja, dann glaubst du es dann irgendwann auch selber, weißt du, ich meine. Ja. Ja, aber es ist Kunst. Also das ist ja, ist wie, ich weiß gar nicht, wer das ge gemacht hat vor kurzem mit dieser, weißt du, mit dieser Banane, mit diesem Panzertape da an die Leinwand geklebt. Ist halt speziell. Also es ist halt, es muss ja auch nicht jedem gefallen, ne? Aber es ist interessant, vor allem ist die Story, die du hattest, oder? Ist auch, Ja, das hat schon Kreativität. es geht immer ein bisschen um Storytelling, oder? Und wir würden da gerne Geschichte wissen hinter der Person, oder? Wir haben jetzt herausgefunden, du bist ein Mensch, der Erfahrungen gemacht hat im Königshaus, als fast mir extreme Erfahrungen. Und er gemerkt, ich will Mensch sein, ich will meiner Leidenschaft nachgehen und dass du ein spiritueller Mensch bist eigentlich und dass du auch sehr dich nicht vom Geld leiten lässt, sondern du hast die Kontrolle, du bist auch nicht verblendet und sagst, ich bin glücklich, wenn ich Dagobert Duck bin. Also du bist ein
bodenständig, aber trotzdem sehr ehrgeiziger, top-professioneller Artist. Und jetzt würde ich gerne deine Lebensgeschichte wissen. Aber natürlich, wir wollen eine schöne, satte halbe Stunde können, reden. Kannst du uns deine Lebensgeschichte vielleicht in einer Kurzversion erzählen? Das wird schon komplex. Wenn es ganz einfach ist. So kurz angehaucht. Ja, also ich bin in Deutschland aufgewachsen, ursprünglich in Ostdeutschland. Dann sind meine Eltern nach der Mauer, nach dem Mauerfall dann rübergezogen, Richtung Westen, Paderborn, Bielefeld, die Ecke. Und dann bin ich da ganz normal zur Schule gegangen. Habe übrigens schon als Kind natürlich dann angefangen zu fotografieren, zu filmen, mal mehr, mal weniger, mit alten Analogkameras. Und es hat mir also wie schon als Klein aufgefallen und habe auch schon gemalt. Auch, ich glaube, ich müsste lügen, mit 6 Jahren ist aber schon auch dann etwas leicht bekleidete Frauen gemalt. Ich weiß nicht, irgendwoher. Wirklich? Ja, wirklich. Ja. Das ist dann auch vorgekommen. Und was haben wir hier? Ja. Bin dann weiter, dann bin ich nach Österreich gezogen, habe auch eine Tochter. Die ist jetzt inzwischen 21 Jahre alt. Mega schön. Bin in der Nähe von Wien, habe ich gewohnt, 2 Jahre. Mhm. Bin also direkt nach dem Schulabgang dann quasi rüber. Und ich glaube, das war ja nur noch Ende 17. Also dann bin ich mit 18 Vater geworden, also schon sehr, sehr jung. Hat mich auch geprägt, hat leider nicht funktioniert. Und bin dann wieder zurück. Dann habe ich kurzzeitig dann als Restaurator, also in der Restaurierung, Baudenkmalpflege gearbeitet. Die Residenz vom deutschen Botschafter in Den Haag. Okay. Lokateurarbeiten, Vergoldung gemacht, eben künstlerisch dann unterwegs. Dann wieder zurück. Dann hatte ich dann, ich glaube, das war ein Arbeitsunfall, hatte ich dann gehabt mit einem Daumen. Das war auch schon eine üble Geschichte. Und dann bin ich dann zum Militär, zur Bundeswehr dann, erstmal als Sanitäter. Ich wollte unbedingt dahin und habe ich gedacht, na super, Sanitäter. Ey. Mhm. Ich meine, in der Familie sind ja auch viele Altenpfleger. Und da habe ich gedacht, naja, mein Uropa hat das auch im Ersten Weltkrieg gemacht, Lazarettregiment. Da habe ich gedacht, zur Ehre mache ich das dann auch. Ja, dann habe ich dann festgestellt, nach der Grundausbildung als Sanitäter, normaler Sanitäter, okay, jetzt geht es irgendwie zum, da gab es eine Abkürzung, LLUSTGBTL262, in Klammern Spätz 1. Das war die Abteilung dann. Ja, das war genau. Nach der Grundausbildung geht es dahin. Also jeder ist dann zugewiesen und da gab es dann irgendwie, da gab es dann 6 Leute, die gingen dann zum Kommando Spezial Sanitätskräfte. Die waren natürlich dann schon hier oben so, boah, geil, super. Das sind also die Elite gewesen. Und ich habe dann gefragt, so mein Vorgesetzten, so, was ist denn LLUSTGBTL262 Spätz 1? Ja, du bist Soldat der ersten Stunde, habe ich immer noch nicht kapiert. Und dann? Also dann Soldat und dann? Dann zu viert, dann halt eben da runter, dann halt eben zu einem Fallschirmjäger und dann war ich dann halt eben, also zum Schluss dann Einsatzsanitäter für spezielle Einsätze. Ja. Also Schussverletzungen, Minenopfer und sowas weiter. Genau, da habe ich dann 4 Jahre, habe noch verlängert auf 8 Jahre eigentlich und der Antrag, das dauerte ewig. Da ist ja so ein Stoß Papier, das habe ich dann dreifach ausgefüllt, alles handschriftlich ausgefüllt und dann. Nächste Station, wo ging es dann hin? Dann aufgehört, wie gesagt, dann bin ich zur Sicherheit gegangen. Ja. Habe ich gesagt, Sicherheit, also Geld- und Werttransport gemacht, Türsteher, aber auch mal als Storeman an der Bahnhofstraße Dior gearbeitet und Jimmy Choo, Tom Ford, Asylwesen. Also ich habe dann hier in der Schweiz dann 6 Camps, denn ich habe 5 Camps aufgebaut und geleitet als Sicherheitschef. Das war eine harte Zeit, das war eine große Lehrstunde gewesen, was ich da erlebt habe. Langer Weg. Was? Ein langer Weg. Das war ein langer Weg, ja. Spannende Etappen. Und dann die letzten Etappen noch? Personenschutz. Ja. Und jetzt Fotografie. Also dann habe ich jetzt wirklich angefangen. Vor 5 Jahren dann, also habe ich gesagt, jetzt, ich habe wieder angefangen mit Fotografieren. Jetzt mache ich es richtig, jetzt kaufe ich richtig Ausrüstung. Habe mir jetzt wirklich dann zusammengespart. Natürlich dann das Geld, also das ganze Geld da reingesteckt. Kostet jetzt Schweinegeld oder so ein Objektiv da. Ich dann 700 Franken fängt es ja an. Du musst was investieren. Du musst investieren auf jeden Fall. Und jetzt kommt nicht so. Du hast jetzt schon so viel in deinem Leben gemacht, bist schon so einen spannenden Weg gegangen. Ich gehe wieder auf Schweizerdeutsch. Ich wechsle immer halt hin und her. Es ist normal. Ja, es ist normal, wenn ich. Aber
die Awards, du hast schon viele Awards gewonnen. Das sind Preise, ja, die eigentlich tun, den Weg, wo man geht, bestätigen. Das sind schöne Momente. Das sind so ein bisschen, ja, ich darf zum Glück auch sagen, dass ich die Momente schon erleben darf. Und das sind ehrige Highlights. Aber dahinter stecken Jahre. Das ist ein Marathonlauf. Und das sind einfach Highlights, die dich bestätigen, dass das Leben auch das vorhat mit dir, was du machst, dass du deiner Bestimmung folgst. Vielleicht, woher soll es gehen? Willst du jetzt ein Bild machen, das dein Leben verändert? Oder lässt das Leben offen, gehst mit dem Flow? Woher soll es gehen? Ich lasse es fließen. Also, wie gesagt, grobes Ziel setzen, ja, aber der Weg ist das Ziel. Weil da lernst du, da lernst du Leute kennen, es geht mal nach links, es geht mal nach rechts. Grobes Ziel, einfach loslaufen. Tasche packen und los. Los geht's. Was ist der inspirierendste Satz, den du jemals gehört hast in deinem Leben, wo dir aber jemand gesagt hat, nicht YouTube oder so, sondern wo jemand dir in die Augen geschaut hat und zu dir gesagt hat, was ist am meisten hängen geblieben in deinem ganzen Leben? Also da muss ich sagen, da gibt es natürlich wirklich viele Sprüche. Ja. Also ich habe mal gehört, also was mich eigentlich auch sehr inspiriert hat, weil es natürlich dann auch, natürlich, wenn du dann, sage ich mal, ein bisschen die Treppe immer ein bisschen, ja, was heißt, in Anführungszeichen nach oben gehst, den Neid der anderen muss man sich erstmal arbeiten. Ne? Das hat mir dann also, habe ich schon wirklich im Gesicht, also hat mir jemand gesagt, das stimmt auch. Also das ist natürlich dann, das ist auch dein Ansporn, oder? Also wenn, leider Gottes ist es so, ich denke mal, das kennst du auch, dass du dann Leute hast, die also nicht so begeistert von dir sind, das kommen, sind sogar oft dann Leute aus deinem näheren Umfeld von früher. Und aber du musst es jetzt zum Ansporn machen. Das ist ganz wichtig, oder? Schau, am Ende kannst du einfach nur fragen. Ich meine, wenn jemand einen Kommentar liest, wenn du einen Kommentar liest, wo jemand dir etwas Schlechtes will oder etwas Schlechtes schreibt, oder, das erlebe ich jetzt nicht, aber ich weiß nicht, wie es anderen geht, du wirst sogar auf der Straße angesprochen von einem Menschen, der sagt, James, deine Bilder gefallen mir aber nicht. Okay. So, über was reden wir eigentlich? Weil ich glaube, ich habe das alles erlebt. Ich habe heute solche Kommentare, wahrscheinlich morgen, übermorgen, die mir nicht gefallen würden. Das gehört dazu. Ich lese sie natürlich gar nicht. Aber ich kommuniziere trotzdem mit den Menschen, die es mir gut wollen. Weil das sehe ich schon. Die es mir gut wollen. Die das schön finden, was du machst. Ich glaube, wenn wir uns von unserem Ego befreien und irgendwie so ein bisschen die, wenn wir es alles so ein bisschen locker nehmen, was das angeht, dann merken wir das nicht. Man sagt dann, Neid ist die grösste Anerkennung, bla bla bla. Es sind einfach nur Menschen, die vielleicht selber gerade Probleme in ihrem Leben haben oder eine schwierige Phase in ihrem Leben haben. Und du triggerst vielleicht mit dem Bild, das du postest oder mit dem Video von dir, gerade eine Sehnsucht, die sie haben, die sich aber bei ihnen nicht bewahrheitet. Und das lernen sie ja dir raus. Das ist normal. Ich bin manchmal auch so jemandem, in dem Moment lohne ich etwas raus an einen anderen Menschen, den ich nicht sollte. Wir alle machen das. Aber wir sollten mehr Liebe in unserem Herzen haben, weil alles andere ist einfach Zeitverschwendung. Aber ich merke, wie gut du mit dem umgehst. Es gibt grosse Stars, die brechen komplett ein wegen dem. Ja. Ja. Das weißt du auch, das hast du sicher auch schon gesehen, erlebt mit dir. Das sind ja viele, oder? Und das ist schade, weil wir sind 8 Milliarden Menschen, aber ich kann das gut sagen, ich habe noch nie den Hate bekommen wegen so einem riesen Star, das ist sicher nicht einfach. Ich kann es selber nicht sagen, weil ich es nicht erlebt habe, aber wir sollten das frei machen von dem. Und du bist schon ziemlich entspannt, relaxed, habe ich das Gefühl. Naja, also man lernt, oder? Ich habe natürlich dann auch viele Sachen, die sind halt dann auf mich zugekommen, oder? Die haben mich dann also wirklich auch berührt, aber du musst halt lernen, damit umzugehen, das ist halt immer so, oder? Wenn du hinfällst, dann musst du wieder aufstehen, dann musst du weiterlaufen. Aber weißt du, ich glaube, es gibt auch, wenn du ein Gangster-Rapper bist, ist klar, dass du viel mehr potenziellen Hass und Neid und so an dich ziehst, als wenn du Fotograf bist. Aber es gibt auch Fotografen zum Beispiel, die provozieren bewusst mit ihrer Kunst. Die provozieren bewusst mit den Bildern und was die Bilder aussagen sollen und tun bewusst Sachen inszenieren. Die laufen nicht einfach um und sagen, oh, da fliegt ein schöner Vogel, jetzt mache ich mal ein Bild. Sondern überlegt sich ganz genau. Eigentlich tun sie auch eine Art ihre Ideologie, also die Art und Weise, wie sie die Welt verstehen, darstellen. Und wollen schauen, ob sie damit Resonanz finden, Leute, die auch die Welt vielleicht in dem und dem Punkt sehen wie sie. Und vielmals muss man ja auch schockieren und provozieren. Hast du denn das vor? Erzähl mal von deinem Masterplan. Erzähl es mal.
Ja, das gehört auch zu Headlines. Also es gab jetzt schon schon einige Bilder, wo ich dann provoziert habe, oder? Ich dann ein junges, hübsches Mädchen irgendwie, ist jetzt nicht speziell, ist mein Auto oder irgendwie eine gewisse Location in der Öffentlichkeit oder irgendwas. Das ist natürlich provozierend, oder? Wo ich dann viele sich, aber da fangen Leute auch an zu raten. Die gucken sich das Bild an, das ist nicht einfach so klick, klick, klick. Das geht weiter, sondern die gucken genau hin und denken sich, was hat der sich jetzt dabei gedacht, oder? Manche finden es toll und manche sagen, oh mein Gott. Aber du fällst halt auch. Das ist auch wichtig. Du bist halt nicht so ein Mitläufer, so 0815. Du musst halt manchmal auch so ein bisschen so neben der Spur mal ein bisschen. Da bist du sicher genug gerüstet dafür. Aber hey, eben nochmal, wenn wir alle Liebe aus unseren Herzen bewahren, dann können wir auch alle füreinander sein. Und es interessiert uns gar nicht so, dass wir Sachen schauen, die uns nicht gefallen. Um uns darüber ergötzen, dass uns nicht gefällt. Das ist eigentlich reine Zeitverschwendung. Was ist deine Botschaft an die Leute? Sagen wir, du schneidest jetzt das genau da raus für TikTok. Deine Botschaft für die Leute. Natürlich nur für TikTok. Egal, was du machst im Leben, egal, wie kompliziert es ist, egal, was deine Familie, egal, was deine Freunde, Bekannte sagen, glaub an dich, mach einfach, wie du das für richtig hältst, mach die Erfahrung. Wenn du hinfällst und scheiterst, egal, steh wieder auf, geh weiter. Immer an dich selber glauben und einfach nach vorne gehen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. That's some music, bro. That's some music, bro. Das klingt gut. Vielleicht, was bedeutet Weltfrieden? Du weißt, bevor du die Frage beantwortest, das ist die Frage, die ich in über 60 Gesprächen von der Corazonsches Show gestellt habe. Immer, jedes Mal, was bedeutet Weltfrieden? Also darum überlegt es gut. Nein, du spontan antworten. Was bedeutet Weltfrieden? Es gibt nur ein Wort, es gibt nur ein einziges Wort, Liebe. So einfach kann man es machen. Das ist auch sehr genial. Das ist ein bisschen wie das schwarze Loch und die Stecknote zu zeichnen. Aber Liebe ist allumfassend, oder? Also was alles in Liebe, oder? Also von Sehnsucht über... Ja, das, also in Liebe ist einfach allumfassender Begriff. Es steckt alles drin. Und das ist dann ganz wichtig. Dann tun wir jetzt noch eine kleine Verlängerung anhängen. Wir können überziehen. Wir können das machen wie der Thomas Gottschalk bei Wetten, dass. Ich habe auch keine Fragen mehr übrig. Ich mache sie aber, stelle sie aber aus dem Herz, die Frage, wenn du sagst, Liebe ist das Allumfassende und Liebe ist das Zentrum und Liebe ist der Weg, wieso müssen so viele von uns, vielleicht dich auch eingenommen, auf die Welt kommen und zuerst extrem lang lernen, sich selber zu lieben, bevor sie es vielleicht schaffen, einen anderen Mensch wirklich, wirklich aufrichtig zu lieben. Weil man kann ja einen anderen Mensch nur so intensiv lieben, wie man sich auch selber liebt. Ich glaube, da sind viele von uns sich einig und haben das eingesehen. Wenn du selber voll der Zorn bist, forget it. Ja. Also, wieso haben wir alle denn so Mühe? Wieso ist sie so kompliziert, die Liebe? Du musst die schwierigste Frage beantworten von der Welt, James. Als ich glaube, mal ganz ehrlich. Wieso, also wieso ganz ist ehrlich, Liebe so kompliziert? Also ganz ehrlich gesagt, ich glaube, das kann man gar nicht beantworten. Ja, das ist auch eine Antwort. Das ist sehr schlau. Jemand hat auch mal gesagt, ich habe das irgendwo gelesen, das ist auch wirklich wahr, nur als Beispiel, wenn du einen Menschen wirklich von ganzem Herzen liebst, also wenn du wirklich einen Menschen extrem liebst, also wirklich, viele Menschen, glaube ich, wissen gar nicht, was Liebe ist. Die haben das, glaube ich, nie richtig gespürt. Dann weißt du und kannst das gar nicht begründen, warum, weshalb, wieso du diesen Menschen so liebst. Das kannst du gar nicht begründen. Das ist richtige Liebe. Wenn du es begründen kannst, dann ist es keine Liebe. Das hat mal jemand gesagt, ich weiß nicht mal wer. Muss ich sagen, steckt was hinterher. Also, das ist ein ganz schwieriges Thema. Also Liebe, es gibt nie eine Formel für so etwas. Es ist größer als alles, was wir uns können vorstellen. Ja. Und darum auch so kompliziert. Und darum müssen wir das auch lernen. Wir müssen lernen, lieben. Vorschlag für ein neues Schulfach. In 25 Jahren Wahlprogramm zum Bundesrat. Dann sagen wir Schweiz. Wir müssen ein neues Fach einführen für Kids. Liebe lernen.
Das wäre was. Ich gehe nicht in Mathematikunterricht, ich gehe in Liebe-Lernunterricht. Und wir meinen die Liebe nicht im körperlichen Sinn, sondern im spirituellen Sinn, im geistlichen Sinn natürlich. Ja, wunderschönes Schlusswort. James, du hast Glück, dass wir keine Top 3 Promi News und solche Sachen gemacht haben. Wir haben heute ein sehr schönes Gespräch gehabt, ein sehr philosophisches Gespräch. Ich gebe dir das Schlusswort. Sage schon mal Zuschauer, danke für mal eingeschaltet und like das Zeugs machen, wenn ihr wollt. Eben, Liebe könnt ihr geben, wenn ihr wollt. Und der James wird aber das Schlusswort haben. Ich sage vielleicht noch schnell, es hat mich sehr gefreut, mit dir zu reden. Fotografie ist für mich eigentlich das Einfangen von unvergesslichen Momenten oder sogar das Kreieren erst von unvergesslichen Momenten, weil man kann aus dem Alltag raus einen Mülleimer richtig fotografieren und man erzählt damit eine riesige Geschichte. Grosser Respekt vor deiner Arbeit und ja, in der Videolink-Beschreibung ist der Link drin, aber denk nicht dort, dass dann 100'000 Leute auf dich zukommen. Am Schluss ist deine Liebe in deinem Herzen, die das ausmacht, Resonanz, wenn Menschen dich kennenlernen. Das wird dich richtig erfolgreich machen und vielleicht auch zu der Legende, wo du willst. Darum grösster Respekt von meiner Seite für dich und deine Arbeit. Deine letzten Worte. Ich danke dir erstmal für die Einladung. Es hat mich wirklich auch sehr gefreut, dich persönlich kennenzulernen. Letztes Shooting, ihr müsst bald schauen, da kommen die Bilder und die werden bald veröffentlicht. Sind wir schon gespannt, nächstes Jahr. Und auf mich kriegen sie nicht ganz viel Reichweite, also nicht klar. Auch für dich, für deine Zukunft. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und Gute. Ganz wichtig. Und Gesundheit. Danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr bleibt am Ball und schaut, was ich so kreiere, was ich so mache in Zukunft. Und ja, vielleicht sieht man sich ja und würde mich auf jeden Fall freuen. Ich möchte euch James auf jeden Fall mitnehmen. Vielen Dank. James. Danke dir. Bis bald. Macht's gut. Habe ciao, ciao. Und make love. Ihr wisst, wie es läuft. Ich liebe euch doch. Und Peace. Peace.